Olaf Scholz an der NATO-Ostflanke zu Russland. Rund 1000 Bundeswehrsoldaten sind in Litauen stationiert. Deutschland führt hier ein NATO-Bataillon mit insgesamt sogar 1600 Soldaten an. Kanzler Scholz verkündet bei seinem Besuch den Ausbau zu einer Brigade. Dann wären es sogar 3000 bis 5000 Soldaten. Wir sind bereit, unser Engagement zu verstärken und es in Richtung einer robusten Kampfbrigade zu entwickeln, dass die Abschreckung, Abwehr einer Aggression in Litauen auch gemeinsam organisieren kann. Das Baltikum besteht aus den Ländern Estland, Lettland und Litauen. In letzterem führt die Bundeswehr auf dem Stützpunkt Rukla die NATO-Einheit zur Abschreckung Russlands. Denn im Süden Litauens gilt die NATO an der sogenannten Suwalki-Lücke als verwundbar. Es ist die einzige Verbindung zum NATO-Staat Polen. Innerhalb von Stunden könnte Moskau die 65-Kilometer-Lücke zu seiner Exklave Kaliningrad schließen und so das Baltikum von der NATO abschneiden. Die baltischen Staaten fordern daher zwingend noch viel mehr NATO-Präsenz. Wir sind uns einig, dass die Verteidigungskapazitäten in den baltischen Staaten ausgebaut werden müssen, indem die Zahl der stationierten Truppen erhöht und die Luft- und Seeverteidigung verstärkt wird. Auch fordern sie mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Spanien plant dazu angeblich einen Vorstoß und will laut spanischen Medien bis zu 40 Leopard 2 Panzer liefern. Es wäre die erste Lieferung moderner westlicher Kampfpanzer. Weil die aus deutscher Produktion sind, müsste Scholz die Lieferung allerdings genehmigen. Laut dem Kanzler ist bisher aber kein Exportantrag aus Spanien eingegangen.